So, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dodo Wars. Ja, ist jetzt ein bisschen knifflig gerade, weil Mori wurde irgendwie angegriffen. Mori weiß jetzt natürlich, wo ich bin, weil ich habe ihm meine Aufnahme zukommen lassen, damit er das einblenden kann bei euch. Habt ihr gesehen? Max, ganz kurz, kann ich kurz den Diplodocus angreifen? Mit den Dinos, der schubst uns. Nee, du kannst einfach weggehen. Der macht nichts. Okay. So. Okay, wir haben T-Rex Level 22 weiblich. Aber ich bräuchte Leder. Hast du Leder? Ja, nee, ich hab Leder. Gut. Ich glaube, so ein Diplodocus würde eine Menge Leder geben. Ja, nee, den... Ach, ich würde jetzt... Warte mal, du hast einen Raptor und einen Kastenstein. Richtig, ja. Wir kommen erstmal rum. Ja, ich will erstmal gern die Lage sichern, quasi. Oh, lol, hier sind... Holy shit, what? Wird vom Mikroraptor... runtergerissen. Ja, und ich bin gestunt. Ja, dann mach deine Dinos auf neutral. Jo, passiert. Also, alles cool, oder? Alles cool, ja. Gut. Mein Plan ist jetzt, ich lasse den T-Rex hungern, bis Mori da ist, und dann fahren wir Prime Meat und ballern dem das komplett rein. Ich bräuchte aber irgendwas Kleines, was ich wegfick. Denn das ist ein Pferdchen. Jetzt kommt natürlich einer nach dem anderen gerade, weil jetzt kommen noch die ganzen Insekten und so ein Shit. Ja, aber die sind ja schnell gemacht mit Karstenstahl. Ja. Hier sind Biber, die sollte ich nicht anfassen. Alter, ich bin halt richtig weit weggerannt, ne? Ja, ich muss dich erstmal gerade wiederfinden. Ich habe nämlich gerade die Orientierung verloren durch dieses ganze Gefeite, aber das wird schon alles. Ich glaube, ich hab's. Ein bisschen low FPS sehe ich. So, ja, ich hab dich, glaube ich. Quasi nur 55 FPS. Nochmal Schatten auf niedrig. Sieht, oder das hier auf mittel. Sieht zwar hässlich dann aus. Ja, Ark ist halt immer noch, was Performance angeht. Super Spiel. Nee, jetzt ist schlimmer. Geil. Dann machen wir das wieder rückgängig, warum auch immer. So, kannst du mir mal kurz deine Koordinaten nochmal sagen? Ich bin jetzt am Fluss. Ach, Mori, du hattest doch die Aufnahme von mir. 51 Y-Achse, X-Achse auch 51. Ich bin an dem See, wo Biber sind. Und es ist sehr abwärts. Ich würde halt, ich könnte halt zurückreiten. Ah, ich hab dich. Nice. Dann, genau. Dann lass uns mal hier rechts, komm mal mit. Wir ficken irgendwas Großes, damit wir Leder kriegen. Oder was Kleines, mega. Bist du da? Sehr schön. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ah, hier ist ein Dodo. Warte mal. Nicht den Biber angreifen. Hier ist ein Dodo. Sind die passiv? Ja. Die, so. Ja, auf neutral waren sie aber. Und nur ein bisschen Leder. Okay, dann komm mal mit. Okay. Mori, kommst du mit? Ja. Ich fix nach der Aufnahme ein bisschen die FPS-Probleme. Also es sollte gehen, es sind so 53 FPS, sind halt nicht clean 60 so. Könnte sein, dass dadurch eine gewisse Unregelmäßigkeit entsteht für die Aufnahme. Soll ich wieder Barrikaden bauen? Hast du Leder? 8 Leder. Ja, reicht für eine. Also, heutiger Plan. Wir zähmen natürlich den T-Rex zu Ende. Ich halte den mal an. Wir zähmen natürlich den T-Rex zu Ende. Und ich weiß, wo ein zweiter ist. Ihr erinnert euch vielleicht Folge 8, wo ich gestorben bin durch den Säbelzahntiger. Und da bin ich zu Fuß von der Nordküste des südlichen Dschungels Richtung unsere Base gelaufen und habe einen grünen T-Rex gesehen. Den wollen wir uns auch schnappen. Dann haben wir zwei. Warte mal, ich hole mal alles her. So, komm mal mit, Mori. Wir müssen jetzt einen Bronto oder so töten. Mal gucken, ja, ob wir das aber hinkriegen. Dann bleib mal stehen, damit ich aufsitzen kann. Achso. So. Warte. Der sollte dann nicht mir folgen. Der folgt nämlich noch mir. Ja, Carsten Stahl kannst du leveln. Du musst mal runter von dem. So, jetzt kannst du wieder drauf. Carsten Stahl Gesundheit? Ah, hast schon. Alles gut. So, wir müssen jetzt ein bisschen. Macht der hier Prime Meat? Oh, ja, den kann ich für ein bisschen Leder. Ja,
Ich mach mal den Buff. Wie geht denn der? Rechtsklick? Nee. Rechtsklick. Nee, C. Ach, er baut das ab. Ich habe das so ausgestellt bei dem. Warum ist das resettet? Hierhin war ein fettes Vieh. Das gibt Prime Meat. Alter, hier sind übel viel Biber. Da müssen wir aufpassen, dass die sich nicht einmischen. Ja. Ein Stego wäre halt ideal. Welches Level ist der Bronto? Mal gucken, weil der ist schon Level 39. Das ist sogar relativ hoch für unsere Verhältnisse. Aber wir haben jetzt hier in der Nähe nichts anderes. Warte mal, da hinten ist noch was Fettes. Ist noch ein Bronto. Der ist aber direkt bei den Bibern. Oh, weia. Wie viel Narkopfeile hast du noch? Ist mit seinem Bein los. 53. Ich habe noch 58. Hier sind Stegos. 56. Hier sind Stegos. Wir machen den Diplo dahin. Siehst du den? Oh, hier ist ordentlich Gesocks unterwegs. Jo, das ist der, der mich attackiert hat, den ich wollte. Warte, der Adler, pass auf. Ja, lass dir die Stegos doch machen. Das sind zwar zwei. Warte mal. 24 und 10. Ja, das sollte gehen. Lass den 24er erst wegrushen, okay? Okay. Warte, ich mach kurz meinen Buff. Wie geht denn der? C, dachte ich. C, geht nicht. Kannst du? Ah, jetzt. Nö. Oder? Drück mal C, Mori. Nee, geht bei mir nicht. Alter, ja. Ich sitze auf dem drauf. Der kann sich nicht wehren. Ja, das ist das, was warum ich greift Carsten Stalin nicht an? Mit dem Adler. Der liegt jetzt! Aber du hast mich runtergeworfen. Jo, aber okay, sorry. Der hat anscheinend das gleiche wie mit dem Adler voll. Ey, kannst du wieder auf deinen Raptor drauf? Wo ist der denn? So, wo ist Carsten Stahl? Mann, jetzt hat er alles abgebaut. Ich hoffe, der hat Prime Meat abgebaut. Sehr schön. Okay, wir haben 4 Prime Meat. Das muss ich wieder ausstellen, unbedingt. Okay, ab zum T-Rex. Bauen die Leder mit ab? Wer, was? Bauen die Leder mit ab. Wer ist die? Dinos, wenn die den abbauen. Ja, ja. Also, du kannst halt in den Optionen von denen festlegen, ob sie Opfer-Items, oder nennen die das, abbauen sollen. Und dann bauen die halt alles ab, was das Vieh hergibt. Es gibt Dinos, die machen in speziellen Bereichen das besser, als man selber mit einem Werkzeug. Und ja. Okay, bei den Carsten Stahl hatte ich jetzt kein Leder gefunden gerade. Doch, der hat 170 Leder da drin. Ah, doch, never mind. Achso, warte. Noch als Polster. Nein, 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 nichts reinlegen. Hab ich nicht. Ich wollte jetzt eine Barrikade noch bauen. Ja, sehr gut. Nice, fertig. Okay, da brauchen wir natürlich keine. Ich finde, wir sollten diesmal den Dino... Oh. Das hast du dir echt überlegt, oder? Okay, lass hier die Scheiße abbauen. Lass zum anderen T-Rex jetzt rennen. Okay, wir haben T-Rex, Mann. Ist doch geil. Ja, Mori. Geil. Ja, geil. Ja. Übrigens, geil. Wegen der Diskussion Spino oder T-Rex. Spinos, ich habe mir das jetzt mal genauer selber auch angeschaut. Spino ist tatsächlich ein Tucken besser. Ein Tucken. Es sei denn, er ist in der Nähe vom Wasser. So, in der Nähe vom Wasser ist krass. So, dann ist der Spino echt gut. Ich würde aber vermuten, dass wir nicht allzu oft in der Nähe vom Wasser kämpfen. Ich glaube, die meisten haben ihre Base oder so irgendwo im Gebirge, ähnlich wie wir. Aber generell ist auf Placenta, glaube ich, viel Wasser, also. Das stimmt. Also, ich finde, wir können... Ich würde jetzt nicht... Also, der Spino-Spawn hier ist nicht gerade sehr gut. Ja, orange, habe ich auch geguckt, Spawn-Map. Aber kommt halt vor, weil das Vieh überlebt halt auch lange. Warte mal, wir gehen, glaube ich, mal den gefährlichen Weg, oder? Ja, wir gehen den gefährlichen Weg, falls da können uns noch gute andere Dinosaurier über den Weg laufen. Wie viel Narkopfeile hattest du? 56. Einmal läuft, sehr gut. Wir können auch kiten auf dem Raptoren drauf. Ja, ja, ja. Stimmt. Habe ich auch nicht. Achso, generell auch wieder, danke für eure Tipps. Einer hatte gemeint, weil ich ja letztes Mal meinte, ihr müsst uns keine Anfängertipps geben, dass das unsympathisch wirkt, wenn ich mich mit meinen 300 Spielstunden so aufspiele. Das sei gar nicht viel, er hat 1900. Max, der T-Rex buggt.
Ja. Er habe 1900. War nicht meine Absicht. Mir geht's nur um die Anfängertipps. Also ihr braucht uns jetzt nicht sagen, Alter, der T-Rex, was ist mit ihm, Mann? Die Ameisen greifen die an. Ah, jetzt ist er da. Alter, er beißt einfach rein. So, also nochmal neu angesetzt, Mann. Irgendjemand hat sich aufgeregt, weil ich das gesagt habe. Ich wollte mich lediglich auf Anfängertipps beziehen. Ich denke, da sind 300 Stunden ausreichend, dass man weiß, dass eine Bola gut ist. Und da würde ich nochmal sagen, Leute, wo ist der T-Rex? Der backt. Hol den mal bitte. Ich meine, Ausdauer ist alle. Meine auch gleich. Schlechter Zeitpunkt, um was zu erklären. Ach, da ist er. Du bist vorbeigerannt. Oh lol, da ist er, ja. Alter, der hat richtig geile orangene Linien unterm Dings. Was wollte ich sagen, Mann? Anfängertipps. Ja. Danke für eure Tipps. Ach so, ganz viele Tipps sind extrem dumm. Weil, also no offense, weil ihr viele von euch offensichtlich das Infovideo nicht gesehen haben. Also übel viel Vorschläge, wir sollen Terizino uns zähmen. Oder eine Flakrüstung machen. Oder Bolas machen. Das ist alles ausgestellt. Einer hat übel eifrig geschrieben, ja, jetzt baut nächste Folge einen Fabricator und dann macht das und das. Ist dämlich, weil ist ausgestellt. Also ich weiß die gute Intention dahinter. Hier müsste der jetzt übrigens irgendwo sein. Es sei denn, der wurde halt von den drei Bontos weggemacht. Cool und so, aber ich würde euch raten, lest mal das, schaut euch mal das Infovideo an, das ist in der Beschreibung verlinkt. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Folge. Ja, hier war der. Gut. Warte mal, der Typ hier ist halt auch grün. Vielleicht war das sogar der und der ist bis nach dahin gewandert. Schwierig. Und falls er sich echt mit den drei Brontos angelegt hat, könnte der halt echt tot sein. Mausetot. Okay, wir suchen aber auch Parasaurus, die waren dahin, die hätten wir mitnehmen. Wir wollen Parasaurus. Danke auch dafür den Hinweis, der ist halt echt gut für Abwehr. Wir wollen den Käfer zähmen, den ich die eine Folge gesehen hatte, weil der Öl bringt. Für Granaten wäre das GG. Iguanodon, der wäre gut zum Reiten. Meine Ausdauer ist im Eimer. Warte. Welches Level ist der Raptor? Ja, geh mal drauf. Zugriff. Der T-Rex rastet jetzt mal kurz ein bisschen aus. Ja, wir brauchen übrigens vor fast nichts mehr Angst haben. Der T-Rex, das ist, Alter Junge. Alter, hier ist eine Kompi-Armee. Ich wundere mich, warum C beim Raptor nicht geht, weil eigentlich beim letzten Mal hat es ja, also ich hatte es ja schon einmal ausprobiert und da hat es auch funktioniert. Same. Du kannst Gorexa leveln. Ja, dieser Name. Rexka, jo. Schrecklich. also anscheinend ist das der T-Rex tatsächlich, weil ich hatte einen grün gesehen. Der ist dann wahrscheinlich bis nach dahin gewandert. Wir können mal gucken, ob wir hier auf der Klippe irgendwo ein Spino ausmachen können. Nö, not really. Okay. Dann umdrehen. Wehe, euer Wendekreis ist jetzt so groß, dass hier... Nein! Er ist runtergefallen. Das Gorexa. Jo, warte, ich muss kurz runter. Lass mal unten an den Strand. Scheiße, Mann. Egal, wir können am Strand entlang. Warte mal, bleib mal kurz stehen, ich muss kurz Karstenstahl Sachen übergeben. Unten ist Gorexka, vielleicht stirbt der gerade. Warte mal, bleib mir hier oben. Ich hole ihn mal kurz ab, ja? Bleib hier oben. Ja, ja. Alles klar. Okay, ich habe ein Problem. Ja. Ich kann mich leider nicht wehren. Und wahrscheinlich. Okay, alles gut. Ich bin genau in zwei Raptoren gesprungen. Und sie haben mich perfekt. Okay, soll ich kommen? Soll ich kommen? Nee, alles gut. Oh lol. Warte mal, hier sind. Ich komm wieder hoch mit dem. Oder komm mal. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Wieso sind hier Beutel? Krokettenkalle. Lol. Ja, versuch mal unten an den Strand zu gelangen, okay? Okay. Ich nehme natürlich Carsten wieder mit. Ja, hier ist Krokettenkalle gestorben. Am Strand.
Warte mal, der ist doch so. Okay. Wie, wo bist du denn runtergegangen? Ich bin halt runtergesprungen. Ach, scheiße. Wie, ob das so schlau ist, oder? Oh, Leute, hier ist ein T-Rex. Echt? Ja, am Stein. Das könnte meiner, unserer sein. Am Stein? Aber da, bist du schon am Strand? Nee, ich suche gerade einen Weg runter, ohne springen zu müssen. Okay, ich versuche wieder hochzukommen, okay? Ich scheiß mal kurz auf den Parasaurus. Ich versuche wieder hochzukommen, ja? Ja. Versuch den mit dem Auge zu halten. Ja, das ist unser. Ich sehe Gorexa. Okay. Das ist unser. Alter, der one-hittet den. Okay, du kannst auch runterspringen und knapp vorm Boden E drücken. Absteigen. Aber ich hab Carsten Stahl auf Follow, ja? Ja, der kriegt keinen Falldamage. Nur das, worauf du sitzt. Oh, also das heißt, wenn ich jetzt hier mit Carsten Stahl runterspringe, ist alles Gucci, ja? Wenn du kurz vorm Boden oder so 10 Meter vorm Boden absteigst, ja. Du fällst recht langsam, das ist eigentlich recht easy. Probier mal. Ist auch gut im PvP, das zu können. Wo ist das Vieh jetzt hin? Okay, oh, hier ist eine Treppe. Ich würde die ja nicht eher sehen müssen. Hat's geklappt? Ich weiß nicht, ob das 10 Meter waren. Ich habe Damage genommen, aber. Wenig Damage. Da. Okay. Und Gorexa folgt mir. Aber Carsten Stahl nicht. Gorexa folgt dir. Nevermind. Hä? Okay. Da ist ein Terizino. Bist du hier bei meiner Position? Ich bin am Wasser. Ja, ich such dich. Hattest. Da, wo du mich vorher gesehen hattest, ne? Da komme ich mal wieder hin. Okay? Da, wo du gerade Gorexa gesehen hattest. Okay? Okay, da an dem Stein. Ich seh dich. Okay, hier ist ein. Ich seh Gorexa, ja. Warum? Was ist mit dem T-Rex los? Okay, gut. Dann. Folge mir. Oh, der greift den an. Egal, wir sind, glaube ich, schneller als der. Er hängt fest. Okay, lass das Vieh töten. Okay. Alles Angriff hier. Ruf. Ich hab mich mit meinem Raptor, glaube ich, ein bisschen wobei, der ist wieder. Oh, jetzt wird er ins Meer geprügelt. Ist er tot? Jo. Ja, Thierry ist tot. Gut. Dann komm mal wieder mit. Alter, wir müssen das unbedingt ausstellen, dass sie alles abbauen wollen. Ich dachte, ich hätte das ausgestellt. Also, ich hatte es auch ausgestellt. Hier sind Piranhas drin. Ja, deswegen. Komm wieder. Oh, jetzt greifen die ihn auch an. Na gut. Ja gut, dann levelt der. So. Jetzt alles gut? Ja. Bei mir ist alles gut. Der T-Rex ist halt ein bisschen schwerfällig gerade. Du kannst Gorexa wieder ableveln. Ich weiß, aber wir müssen jetzt erstmal reiten. Oh, warte mal, der Parasaurus hier. Sehr gut, den nehmen wir. Alter, der T-Rex ist so dumm zum Kacken. Wo bist du denn, Mori? Ich bin beim T-Rex. Ja, dann komm doch mit. Ja, aber der folgt dir und läuft in eine ganz andere Richtung. Ja, dann drück doch, dass er dir folgen soll. Jo, mach ich. Okay. Gut. Aber bleib mal kurz stehen. Ja, ich warte hier hin. Ich habe hier einen Parasaurus entdeckt, der ideal ist für uns. Der ist Level 53. Oh, Kettenkalle, du alter Schlingel. So. Sehr gut. Alles passiv. So, hol mal Armbrust raus. Ja. So, und jetzt schön den Kopf, okay? 3, 2, 1. Warten? Man muss nicht mehr warten. War auch ein Kommentar. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass man dann schon schneller ist. Also, dass man ihn aus Versehen einen zu viel verpasst. Nee. Das Ding ist, wenn man das möglichst effektiv machen will, sollte man immer ein paar Sekunden zwischen warten, weil die Narcos wirken. Komm mal her. Geht doch. So, kann ich meine Chitinrüstung vielleicht reparieren? Ja. Geht das ohne Werkbank? Ich glaube nicht, weil meine ist auch kaputt. Ja. Okay. Gut, dann zählen wir den jetzt. Sollen wir hier noch... Nee, wir haben genug Leder, oder? Pass auf. Warte, Gorexa können wir erstmal leveln. Was hatten die eigentlich so? 143...
ziemlich lit, muss ich sagen. Oh lol, direkt auf 37 hochgelevelt. Der hat jetzt 3000 Leben. Ich feed den mal voll. Der ist ein bisschen damaged. So. Gut. Plan wäre... ich habe eine Route vor uns. Der Parasaur ist richtig gutes Level. Wir reiten jetzt quasi in einem Bogen zurück zur Base. Ja. Und gucken, ob wir noch einen Kano oder einen T-Rex oder so finden. Oder einen Spino. Ja. Wie viel Narkopfeile hast du? Ich frag zum dritten Mal. Ich merk's mir einfach nicht. 53 jetzt. Okay, kannst du mir 10 oder 20 droppen, weil ich habe nur 17? Jawohl. Okay, was greifst du da an? Das war nur eine Motte. Alles gut. Ich will nur nicht, dass die Motte auf den Dings geht, auf den Parasaurus. Oh, hier ist auch eine, die greift dich an. Lul. Okay, ich habe erstmal gedroppt. Narkopfeile. Danke. Vielen Dank. So, Chitin haben wir jetzt auch wieder. Jo, der ist gleich fertig. Nice. Den Carsten Stahl kannst du auch mal füttern. Einfach eh gedrückt halten aufs Fleisch, bis der Full Life ist, okay? Also gehst in seinem Inventar und hältst eh gedrückt auf Fleisch, dann geht seine Gesundheitsleiste hoch. Ist quasi wie ein Heiltrank, ja, musst du nur manuell machen, genau. Muss ich da irgendwie ein bisschen ein paar Sekunden warten dazwischen? Nö, Also theoretisch auch ja, aber der hat da so viel Fleisch drin. Das geht so schneller. Aber nochmal, um drauf zurückzukommen. Es stimmt, umso schneller du halt ballerst und so, umso schneller geht auch Narkoleiste und so bei dem hoch, dass der betäubt wird. Aber, es ist nicht effektiv. Weißt du, was ich meine? Hier ist schon wieder was von Krokettenkalle. Hä? Also wir sind Level auf 6. Insel. Okay, das scheint ganz am Anfang. Hier sind die anscheinend gespawnt. Level 6. Stimmt, wir sind ja auf deren Insel. Ja, habe ich ja gesagt. Du meintest, hier ist Level 18. Der ist hier nach 12 Level nochmal hingekommen, um zu sterben. Alter. Okay, das ist ein Opfer. So, Parasaurus. Was ist hier? Jawohl, 90%. Wir können ja die Treppen hoch. Nee, wir laufen am Strand weiter, Richtung Osten. Bis wir eine Stelle finden, wo wir mit dem T-Rex hochkommen. Ja, der muss noch einmal essen, dann ist gut. So. Nice. Wie nennen wir das Ding? Ist ja unser Abwehrchef, ne? Also Naldo. Alter. Okay. Aufsetzen. Jawohl. So, wir müssen halt jetzt ein bisschen gucken. Ich mach mal alle bei mir auf Folgen. Müssen halt jetzt ein bisschen gucken, dass auch alle mitkommen. Gerade der Gorexka folgt. Ich mach mal Folgeabstand auf dem Kleiner. Das, Ernteeinstellung, by the way, deaktiviere. Wobei, nee, das lasse ich mal. Ah, der macht besser Prime Meat, glaube ich. Ich lass das mal an. Verhalten. Folgeabstand niedrig. Sehr gut. So. Dann go. Oh lol, okay. Ich bugge in seiner Schnauze, wenn ich Mist baue. Aber so müsste es gehen. Oder jetzt hast du Burgstaller. Hattest du. Ach, du hattest den immer. Ja. Ja, egal. Ist ja egal jetzt. Ich guck nur ein bisschen. Parasaurus kommt. Achte du mal ein bisschen, dass alle mal hinterherkommen. Ja, da gehe ich hinten. Ja, genau. Naldo braucht ein bisschen länger. Kannst auch ein bisschen Augen offen halten generell, so, falls wir hier was Cooles sehen. Wir bisher nur Duggies. Dicke, fette Duggies. Also, jetzt solltest du stehen bleiben. Naldo ist wirklich ein bisschen weit weg jetzt. Okay. Aber vielleicht gehst du zum grünen Drop oder so sonst. Nee, der ist mitten im Wasser. Oder? Nächste. Nee, aber grün ist kacke, also brauchen wir nicht. So, Naldo da, gut, weil wir gehen jetzt hier ins Landesinnere und gucken, ob wir hier. Weil hier können auch gut T-Rex, Sekanos und so weiter sein. Huch, das war ein Mikroruckler. Hat man manchmal bei Ark. Wäre auf jeden Fall gerade ein Iguanodon gewesen. Ist ein guter Scout tatsächlich, aber Raptor erfüllt eigentlich auch den Zweck. Wobei Iguanodon ist halt unendlich. Warte mal kurz, Gorexa ist nicht dabei. Der läuft ja komplett retardiert.
Ja, irgendwie ist ja, komisch, ja weil nicht, normalerweise laufen T-Rexe auf Bäume und so. Irgendwie klappt das hier alles gerade nicht. Ah, ja, wir müssen gelaufen. Im langsameren Tempo voran. Wir sollten erstmal zur Base, glaube ich, oder? Ja, wir gehen noch zur Base. Wir machen quasi nur einen kleinen Umweg. Damit wir gucken, ob hier noch ein Kano oder so auf dem Weg. Den würden wir uns dann auch noch schnappen. Wir haben noch 4 Minuten, 4,5. Okay, wir müssen hier runter. Hier kannst du wieder absteigen. No? Alle da? Warte, Naldo, ja, ist bei dir, oder? Okay, ja. Ja. So. Alter, ich krieg jedes Mal einen Rappel, wenn ich die Namen sagen muss. Da ist ein T-Rex. Yes, sir. Okay, wir warten hier. Warte, wir stellen die alle ab. Wir stellen die an einem recht sicheren Ort ab. Am besten hier in der Kuhle. Nee, hier locken wir den hin. Das ist geil. Da sind Stufen. Okay, wir stellen die hier ab. Du bleibst hier bei den Dinos. Jawohl. Bis ich dir sage, ich habe den T-Rex in Position, okay? Ja. Alle auf neutral am besten. Nee, auf passiv am besten. Oder? Auf neutral, falls du nee, auf passiv, ja. Okay. Super. Dann locke ich jetzt den T-Rex dahin, wo ich ihn haben will. Allosauren! 3 Stück! Sind die gut? Ja, ne? Oh Gott! Okay, was machen wir zuerst? Wir haben nicht genug Narko für alles. Ich glaube, T-Rex sind... Wollte ich gerade lieber den T-Rex erstmal, weil... Also, Allosaurier sind selten und übel gut. Ja, aber ja, du aber, hast recht. Aber wenn die dann zu dritt ankommen... Ja, ja, da bräuchten wir... Wir müssen Gehege quasi bauen, um die zu zähmen. Zieh bitte alle Raptoren noch ein bisschen weiter zum Strand. Alle unsere Dinos. Okay. Okay? Mache ich. Hä? Ich wollte schon sagen, ob der vor mir wegrennt. Jetzt kommt er. Okay, also park die einfach am Strand. Ja? Ich bin jetzt in der Felsspalte, weil ja. Hier ist gerade... Ich traue mich gerade nicht weiter, weil die hier sind. Einfach aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Ah, okay. Ich dachte, du meintest... Pass auf wegen den Allosauriern. Ja. Okay. Du musst jetzt wirklich weggehen, weil... Ja, ich bin unterwegs. Ich hab... Goretzka, du hast... Nein, sie kommen alle mit. Okay. Sie sind unterwegs. Ich hab sie alle. Das ist so ideal hier. Aber nur Richtung Strand, ja? Also ich bin jetzt auf halber Strecke. Okay, du kannst jetzt wieder zurückkommen. Dann stell ich die auf neutral lieber. Scheiße, die Insekten. Macht der die? Ja. Okay, komme zurück. Ja, ich brauche dich hier mit den Narkopfeilen. Komm wieder zurück und wenn du quasi auf den See guckst, rechts runter. Ich habe ihn rechts runter gezogen. Okay, die Dinos sind am Strand geparkt. Rechts runter die Treppen da, oder? Ja, guck mal, du siehst mich hier unten. Nimm links die Treppen hoch. Guck mal, du siehst mich doch hier oben. Ja. Ich stehe oben drauf. Ja, jetzt sehe ich dich. Der rennt schon weg. Hinterher und abschießen. Okay, bin unterwegs. Oh, jetzt läuft er auf mich zu. Hab ihn. Liegt er? Ja, er liegt. Dann hol du die Dinos, aber pass auf die Allosaurier auf. Ja. Alter, Mann, wie geil ist das denn? Meinst du, kriegst du das hin? Lol. Was? Ja, oh lol, damit kann ich nichts anfangen. Bin schon wieder ausgenockt. Ja, dann sag du Bescheid, ich bin nur neben dir. Ja, hab ich schon. Das ist ein Mikroraptoren, yo. Ja. Also einen brauche ich aber. Oh, der folgt mir noch. Mach den auf jeden Fall. Steck nochmal ab. Jetzt kannst du. Ja, meine ganze Rüstung ist im Arsch jetzt. Was brauche ich? Holz. Holz. Oh Gott.
Aufnahme ist vorbei. Jo. Oh, Alter, wenn wir das kriegen. Okay, Leute, es war eine weitere Folge Ark. Ich probiere das hier auf 60 noch zu pumpen. Ich habe die ganze Zeit so 55 FPS und es wirkt dann ein bisschen... Lief schon die ganze Zeit so, mir fehlt es nur das erste Mal auf. Also ihr merkt das wahrscheinlich auf YouTube gar nicht so doll. Aber ja, bis dann, tschüssi.